Laurent, Auswärtsspiel in Freiburg. Worauf wird es ankommen, damit wir endlich auch mal auswärts mit dem Dreier nach Hause gehen können? Ja, ich denke, vor allem müssen wir auf uns schauen, versuchen unser Ding durchzuziehen, uns auf unsere Stärken basieren. Ich glaube, es liegt nur an uns. Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird. Es ist eine gute Mannschaft, die auch schon sehr viel Gutes gezeigt hat die Saison. Das ist uns ganz klar. Da sind wir auch darauf vorbereitet. Aber wie gesagt, vielleicht etwas weniger jetzt auf den Gegner schauen und unser Ding durchziehen. Freiburg ist eine Mannschaft, die auch selbst mit dem Ball offensiv agieren möchte. Ist vielleicht auch ein Vorteil eine Mannschaft, die auch mehr Räume dann gibt, weil beide Mannschaften Fußball spielen wollen? Ja, natürlich. Das ist immer so ein Ding dazwischen, wo man aufpassen muss, wenn man eine Mannschaft, die sehr gerne spielt, dann bietet man den Gegner natürlich bei Ballverlusten auch Räume an. Das ist uns auch bewusst. Wir wissen, dass Freiburg eine Mannschaft hat, die in der Philosophie gerne Fußball spielt, viel Fußball spielt mit jungen, talentierten Spielern. Und wie gesagt, wir haben uns sehr gut darauf vorbereitet und jetzt liegt es dann an uns, die Dinge so gut wie möglich umzusetzen. Wir haben jedes Heimspiel gewonnen. Auswärts haben wir einmal einen Punkt geholt, ansonsten leider nicht gewonnen. Hast du sowas in deiner Karriere schon mal gehabt? Du hast ja schon viele Stationen auch hinter dir. Ja, so in diesem Extreme noch nicht. Man kann es natürlich zum Negativen sehen. Wir haben Punkte auswärts nicht, aber auch ganz klar das Gegenteil. Wir sind eine Heimmacht. Wir spielen sehr gut zu Hause, aber ganz klar können wir nicht damit zufrieden sein. Wir müssen natürlich auch versuchen, unser Ding auswärts durchzuführen und über die Bühne zu bringen. Und wie gesagt, es liegt einfach nur an uns. Wir müssen jetzt versuchen, auch die ersten Punkte dann auswärts einzufahren. Das ist natürlich sehr wichtig, auch für den Kopf. Dann ist die Frage vielleicht auch mal, dann wird die nicht mehr gestellt. Auswärts gewinnt man nicht. Das heißt, es ist einfach an uns jetzt, die Sache umzudrehen. Und unabhängig von der bisherigen Bilanz nach dem Spiel gegen Freiburg, warten ja gleich drei Heimspiele, Nürnberg, Essen und Dresden. Wie sehr freust du dich darauf? Ich glaube, nicht nur ich, die ganze Mannschaft, jeder einzelne Spieler, der ganze Verein freut sich darauf. Das sind natürlich richtig coole Spiele. Das sind die Spiele, für die man das Ganze macht, jeden Tag auf den Platz geht, um zu trainieren. Ich glaube, das werden drei sehr, sehr schöne Spiele, auch für unsere Fans, unsere Zuschauer. Und wir als Mannschaft freuen uns extrem auf die drei Spiele. Und zu dir persönlich, du hast bei uns hier schon Linksverteidiger gespielt, noch Rechtsverteidiger. Dann habe ich aber die UEFA Nations League gesehen und ich habe gesehen, du bist auch als Innenverteidiger eingesetzt worden. Was sind denn jetzt deine Positionen? Was ist deine große Stärke, würdest du sagen? Ja, also ich glaube, dass ich schon vielseitig bin. Ich kann auf mehreren Positionen spielen in der Verteidigung. Natürlich, das war eher ein bisschen so aus der Not gedrungen, weil wir sehr viele Innenverteidiger verletzt hatten. Deshalb hat der Trainer mich dann auf dieser Position aufgesetzt. Aber klar, irgendwo spielt dann ein bisschen so auch der Größen Nachteil für mich dann mit, weil ich dann noch nicht der Größte bin. In den Kopfballduellen ist es dann etwas schwieriger. Mhm. Aber wie gesagt, dann muss man mit einem kopfballstarken Nebenmann, kann man die Sachen dann trotzdem ausgleichen. Dann war diese Woche auch UEFA Nations League die Auslosung. Mit Luxemburg triffst du unter anderem auf Portugal. Wir hatten mal vor zwei Wochen gesprochen, du meintest, Portugal muss es nicht schon wieder sein gegen Cristiano Ronaldo. Du hast schon ein paar Mal gespielt. Welche Lose hättest du denn lieber gehabt oder bist du grundsätzlich mit der Gruppe zufrieden? Ja, also natürlich, das war wieder so ein Zufall. Wir haben gerade darüber geredet, ein paar Wochen zuvor. Mhm. Da meinte ich eben aus dem Lostopf 1 nicht Portugal, weil ich glaube, ich habe nachgeschaut. Auf dem Platz stand ich noch nicht 8-mal, aber ich habe schon 8-mal gegen die gespielt. Ich glaube, 6-mal sogar auf dem Platz, 2-mal war ich noch etwas jünger auf der Bank. Mhm. Das heißt, ich hätte schon gerne mal vielleicht eine Mannschaft, also ich persönlich hätte mir Deutschland oder England gewünscht. Deutschland ging ja nicht, weil die ja nicht in den Lostüpfen vorhanden waren, aber England dann wäre ganz schön gewesen. Das sind so die einzigen zwei Top-Mannschaften, gegen die ich jetzt noch nicht gespielt habe und ja, die hätte ich mir dann gewünscht, aber wie gesagt, das ist trotzdem eine schöne Gruppe. Wir haben schöne Gegner, da kommen wieder sehr schöne Spiele auf uns zu und wenn man ehrlich ist, kann man sich auch nicht beschweren, wenn man dann nochmal gegen Portugal und Cristiano Ronaldo spielen darf. Und die Nations League ist ja so ein bisschen verrufen, meistens in den großen Nationen. Du hast aber mal gesagt, für so kleine Nationen wie Luxemburg ist es eigentlich sogar ein ganz interessanter Wettbewerb mit einer Chance, richtig? Ja, absolut. Also ich kann das schon verstehen, dass die größere Mannschaft, die interessiert das nicht so wirklich, weil die qualifizieren sich ja für die großen Turniere über die normale Qualifikation. Aber wir als kleinere Mannschaft oder kleinere Nation, wir können über den Weg uns in die Playoff-Spiele spielen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für uns. Und deshalb sind das auch sehr wichtige Spiele für uns persönlich. Aber ich kann auf der anderen Seite auch vielleicht die anderen Nationen verstehen, wenn die das etwas weniger interessant finden. Dann wünschen wir dir viel Glück in der Nations League. Aber jetzt erstmal am Samstag in Freiburg und dann die Woche drauf mit den Heimspielen. Bis dahin, Loro. Super, vielen Dank.